Hey, Schusch, Leute, und willkommen zu einem Video der ein wenig anderen Art, könnte man sagen. Nämlich ist das ein Video, wo ich mal auf einen ganz bestimmten Kommentar in einem Video eingehen möchte, den ich vor einer Woche in meinem Amazon-Schoschmann-Video bekommen habe. By the way, vielen Dank für all euer Feedback in diesem Video und all die Kommentare und Likes, die dieses Video bekommen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine simple und bescheuerte Idee so ein Feedback kriegen würde. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich sage euch nur jetzt schon mal im Voraus, das, was ich jetzt eventuell dann gleich sagen könnte, könnte einige so ein bisschen upsetten. Also versucht es nicht alles so sehr zu Herzen zu nehmen, wie es eigentlich sein sollte, und nimmt das mit so einer Prise Salz. Nämlich habe ich an diesem Video einen Kommentar von einem gewissen CubeHD bekommen, der da sagt, vielleicht ein Thema, das du mein... über das du auch mal reden könntest, reden ist schwierig. Ich persönlich gucke von dir nur noch solche Videos, Highlights oder wo du einfach nur über Themen wie deine Ausbildung oder Filme redest. Ich habe einfach mit der Zeit das Interesse verloren, mir anzugucken, wie jemand ein Spiel ganz klassisch von Anfang bis Ende uncut durchspielt. Gronkh ist im Grunde der Einzige, der mir spontan einfällt, der sowas noch aktiv macht. Die gesamte Let's Play-Szene hat sich eigentlich auf Fortnite und Minecraft reduziert. Es ist keine schöne Entwicklung, aber es ist eine, mit der man leben muss. Ich und ich glaube, vielen anderen, sie sind in diesem Punkt angekommen, wo man die Spiele eher selber spielt und nicht bei anderen anschaut. Ich bin ehrlich, ich habe keinen Part von deinem Resi 7 LP gesehen, die Sonic Heroes und Snowboard Kids Highlights Videos jedoch schon mehrmals. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass das klassische Let's Play immer mehr am Aussterben ist. Also erstmal CubeHD, vielen Dank für deinen Kommentar, für deinen langen und ausführlichen Kommentar und dass du auch so sachlich dabei geblieben bist. Und ja, ich kann das da viele Punkte verstehen. Zuerst einmal großes Respekt an Gronkh, dass du überhaupt noch so viel, ich adressiere dich mal direkt, ne? Ich nehme mir mal die Freiheit. Dass du das wirklich noch so machst, wie es wirklich im Klassischen ist. Dass man wirklich sagt so, von Anfang bis Ende durchballern bis zum geht nicht mehr. Großen Respekt. Kann ich nur nachvollziehen. Ich habe es 9 Jahre gemacht und schau mal, wo ich jetzt stehe. Also, ja. Aber das ist was anderes. Das klassische Let's Play am Aussterben. Meine Meinung dazu, dafür müssten wir jetzt ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Nämlich um genau zu sein, so 9 Jahre, sagen wir 2009. Wo das Let's Play noch kein allzu großes Ding war. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, die damals... So springen wir mal wirklich 10 Jahre zurück. Sind wir mal wirklich sehr großzügig und springen 10 Jahre zurück. Dann sind wir in 2008 und ich wäre nicht 26, ich wäre 16. Ich hätte vielleicht gerade mal meine Ausbildung... Nee, Blödsinn, mit 16 hast du keine Ausbildung, dann nimmt dich keiner. Du bist noch sehr jung, bist ein Teenager und interessierst dich für Videospiele. Und in der Zeit kam gerade YouTube. Und damals gab es halt noch nicht sehr viele YouTuber, die wirklich die Technik und oder generell die Fähigkeit hatten, Sachen zu Let's Playen. Es gab natürlich Mirko, es gab Funk Royal, you call it. Alle so die alten Eisen aus der Zeit, ne? Gab's damals und haben sich mit der Technik hingesetzt und haben versucht, irgendwie das Ganze zum Laufen zu kriegen. Es war noch nicht so gänglich, Capture Cards zu kriegen, wie es heute ist. Heutzutage kannst du dir jetzt zig Capture Cards aussuchen und alle funktionieren sie anders und haben andere Prioritäten, funktionieren anders, können andere Dinge, hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, wir waren damals alle sehr jung, Geld war knapp und man musste immer irgendwie auf Weihnachten warten oder auf den Geburtstag, dass man irgendwie so das Spiel bekommen konnte, auf das man sich gerade gefreut hat. Und generell, dass man halt Spiele gesehen hat, die man als Kind gespielt hat, aber dann auf einmal die Konsole nicht mehr hat, weil die Eltern die verkauft haben oder weil sie kaputt gegangen ist oder was weiß ich. Weil Retro-Gaming, so NES, N64 war damals halt noch viel größer, als es heute ist. Heutzutage gibst du Super Mario 64 ein und du bist noch nicht spezifisch genug. Du musst eingeben, möchtest du ein Blind-LP, möchtest du es in Deutsch, möchtest du es in Englisch, möchtest du es
Möchtest du einen Speedrun? Möchtest du mit einer Hand? Möchtest du mit einem Lollipop im Popo? Ne, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Heutzutage haben wir da viel mehr Auswahl. Die Variation ist so viel größer. Du hast einfach die Möglichkeit, du kannst es dir von 10.000 Leuten angucken und du hast jedes Mal ein anderes Erlebnis quasi. Aber das, um jetzt mal wieder zum Thema zurückzukommen, das AP an sich war halt damals anders. Du hast ja gesagt, so, du spielst es durch und dann gehst du zum nächsten über. Klar ist, macht man das heutzutage immer noch und es gibt genügend Let's Player, die das machen. Aber warum schaut man sich das denn heute nicht mehr an? Ich meine, ich habe es selber gemerkt. Ich habe selber gemerkt, wie über die Jahre die Aufrufe von Let's Plays immer weiter zurückgehen. Und klar ist es immer so eine Sache, was für ein Spiel jemand mag und das über die Bandbreite von Abonnenten, die du hast. Ganz klar, dann kann auch mal ein Flop bei sein, wo absolut niemand interessiert und das ist dann auch vollkommen okay. Und was mich jetzt halt daran gestört hat irgendwann ist, ich denke mir denn so, du hast manchmal so zwei Faktoren. Einmal dir selber macht das Spiel auf einmal nicht so viel Spaß, wie du eigentlich gedacht hattest. Oder wenn du es schon mal gespielt hattest, dass du auf einmal dir denkst, ach nee, jetzt kommt die Passage. Und du hast dann keine Lust, das aufzunehmen und dann musst du aber. Du punchst dich dann quasi ein bisschen dahin, das weiterzuführen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Deswegen, man überwindet sich dann halt da immer ein bisschen für. Aber es hat dann Leute immer noch interessiert. Warum ist heute jetzt denn mehr so auf die Sachen runterbricht, die genannt wurden, also wirklich Fortnite, Minecraft, hast du nicht gesehen. Es sind halt die beliebtesten Sachen, an die du als Kind rankommst. Fortnite ist ein Free-to-Play-Game, du musst es dir runterladen, the end. Das heißt, klar, es ist mega populär aktuell und natürlich wird das dann auch dementsprechend angeklickt. Und die Zuschauerschaft heutzutage ist natürlich auch um Weiten größer. Du hast so viele neue Zuschauer, die du da irgendwie interessieren kannst, aber sie interessieren sich dann halt nicht mehr für die Alten, für die Klassiker, sondern dann wirklich für Fortnite, Minecraft hast du nicht gesehen. Das sind jetzt wirklich nur Beispiele. Ich meine, ihr wisst, ich bin kein Fan von Fortnite. Gegen Minecraft habe ich an sich nichts, aber Minecraft hat noch diesen Kreativaspekt. Du, das ist wie Spielen mit Lego. Das ist einfach, ne, man ist damit groß geworden, man mag es einfach. Von daher, ich kann durchaus verstehen, weil die Leute, die damals Let's Plays geguckt haben, wirklich, weil sie gedacht haben, Mensch, ich kann mir nicht jedes Spiel leisten oder Mensch, oh, ich wünschte schon, ich könnte diese alten Spiele mal wieder spielen oder wenigstens mal sehen, die haben dann auf YouTube diese Let's Player gefunden, die das gemacht haben. Und so sind sie dann halt auf diese YouTuber gestoßen, haben den Charakter mehr lieben gelernt, der das spielt und haben sich dann auch Sachen angeguckt, die sie vielleicht nicht unbedingt gucken würden und haben dadurch neue Leute, neue Sachen kennengelernt, neue Spiele, neue Arten, irgendwas anzugehen. Und so entstand halt damals eine Community. Das heißt, es ist halt, diese Leute, die sich damals das angeguckt haben, die sind jetzt mittlerweile 10 Jahre älter. Die haben einen Job, eine Ausbildung, haben Geld, haben nicht mehr die Zeit, wirklich sich selber was anzugucken. Die Zeit ist dann wirklich so, das kann ich euch sagen, aus einer selber, wenn du arbeitest in der Ausbildung oder gar einen Job hast, du hast nicht mehr viel Zeit im Leben. Du verbringst mindestens 9 oder 10 Stunden damit, irgendwo auf der Arbeit zu hängen und dann verbringst du nochmal gut 8 Stunden mit Schlafen. Das sind allein schon mal 8 Stunden von 24 sind schon mal weg. Dann musst du nebenbei nochmal essen, du musst auch tatsächlich mal irgendwie was zu dir nehmen, du musst auch mal tatsächlich ein bisschen was für dich tun. Dir bleibt irgendwann nicht mehr viel Zeit an so einem ganz normalen Tag, du musst noch andere Dinge erledigen. Ich weiß auch nicht, deine Katze hat auf dem Teppich gepupst und das ist irgendwie nicht so gut und hast du nicht gesehen. Von daher, man hat nicht die Zeit, man möchte denn lieber sich auf die Couch setzen und sagen, so, ich nutze jetzt das Geld, was ich verdient habe, kaufe mir dieses Spiel, anstatt es mir vorher irgendwo anzugucken. Na klar, man guckt sich vorher nochmal so ein paar Gameplay-Parts an, aber man guckt nicht wirklich in... Na doch, man guckt schon manchmal in Let's Plays rein, wenn es dann gerade da angezeigt wird. Und schaut dann, wäre das was für mich, aber man guckt sich kein ganzes LP an. Man hat die Zeit dafür nicht mehr. Man braucht eher so kleinere Videos am Tag, wo man
Wenn man denn YouTube gucken möchte, dass man mal was Kleineres hat, wo man mal gucken kann. Und wenn man dann was spielen möchte, dann sagt man, gut, dann spiele ich selber. Ich besorge mir das Spiel jetzt und dann spiele ich selber. Dann spoilere ich mir nichts und kann mir meine eigene Meinung bilden. Das ist leider aus den Leuten geworden, die damals in der Let's Play-Szene waren. Also das ist jetzt so meine Sicht der Dinge. Und die Leute, die heutzutage die Zeit haben, aktiv YouTube zu konsumieren, sind halt nun mal um einiges jünger, sind natürlich um einiges, ja, haben mehr Zeit in der Hand. Klar, Schule ist wieder auch so eine Sache, aber let's face it, du hast in dem Teenageralter nicht so viele Verpflichtungen, wie du sie nachher hast, wenn du einen Job oder eine Ausbildung hast. Also je nachdem, was für eine Schule du hast. Also ich kann da jetzt nicht reden. Also meine Schulzeit liegt ein paar Jahre zurück. Also entschuldigt mich bitte dafür, dass ich da nicht genau weiß, wovon ich rede. Auf jeden Fall, diese Leute haben mehr Zeit, jetzt tatsächlich diese Videos zu konsumieren. Ergo, es wird dann gefragt, was ist in? Und dann sind es natürlich die Neu-Releases und dann natürlich Fortnite etc. pp. Was gerade beliebt ist. Was so ein Dauerrenner ist, basically. Und dann gibt es natürlich jetzt den Faktor, dass neue Let's Player quasi echt abgeschreckt werden. Weil heutzutage ist das Problem, du hast Leute mit einer Mega-Reichweite. Also nochmal, um Gronkh als Beispiel zu wählen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Abos du auf wie viel du gerade sitzt. Aber jetzt halt nur, um es zum Punkt der Argumentation zu bringen. Du hast halt die Reichweite. Und wenn du etwas spielst, was gerade rausgekommen ist, werden Leute es eher bei dir schauen, als bei irgendwelchem Neuen. Das soll jetzt auch um Himmels Willen kein Vorwurf sein. Also jetzt, wie gesagt, Punkt der Argumentation halt. Und für Neue ist es dann halt direkt abschreckend, ein Neues zu probieren, weil es kostet Geld. Und wenn du dann dir sagst so, ja, ich LP immer nur neue Sachen, dann gehst du eigentlich davon aus, dass du das Geld hast, irgendwie das zu tun und die Zeit, das hast, das umzusetzen. Und das ist dann halt so eine Sache, das kannst du in der Regel dann nur, wenn du erfolgreich YouTube oder Twitch halt als Job machst. Und da ist dann halt das Problem, dass du das als Hobby zwar machen kannst, klar, du kannst immer noch alles als Hobby machen, aber du darfst dann nicht damit rechnen, dass du allzu großen Erfolg haben wirst heutzutage. Weil schlicht und ergreifend du von Größeren einfach überschattet wirst. Du bist einfach, du stehst dauerhaft in einem Schatten und sich daraus zu kämpfen, machen viele nicht, machen sich die Mühe nicht, was ich vollkommen verstehen kann. Es ist unglaublich frustrierend. Es ist unglaublich frustrierend zu sehen, dass du Stunden über Stunden in ein Video steckst und es dann 5 Aufrufe kriegt. Ich war da, ich kann das verstehen. Und deswegen kann ich es genauso gut verstehen, dass Leute pissig sind, wenn sie sehen, dass Leute, die absolut keine Zeit in Videos stecken, die absolut kein Interesse haben, die Qualität ihrer Videos zu erhöhen, aber einfach nur, ich sag mal, wirklich ein Problem der Gesellschaft sind. Also da rede ich jetzt überwiegend von so Leuten, die halt, ich weiß auch nicht, die machen Pranks in der Öffentlichkeit, sind schlicht und ergreifend ein Problem für die Gesellschaft, gehen Leuten mit richtigen Jobs auf den Sack. Und hast du nicht gesehen, also ich will euch da jetzt auch nicht keine Namen nennen und auch nicht zu sehr weit von dem Thema abdriften. Aber das sind halt die Sachen, wo aktuell die Views kriegen, wo halt das Ganze wieder mehr ins Rollen bringt, wie wir es ja schon beschrieben hatten. Also ja, das Standard, das aktuelle Let's Play gibt es nicht mehr so wirklich in meiner Sicht. Ich meine, ich habe es selber auch gelassen. Ich habe gemerkt, Leute haben nicht mehr die Interesse oder die Zeit, sich ganze APs anzugucken. Jeden Tag 1-2 Videos. Es funktioniert einfach nicht. Es rentiert sich für viele dann einfach nicht und die sagen sich dann irgendwann, nee, dann mache ich was anderes. Ich habe jetzt Glück, ich habe hier eine andere Form gefunden. Wir haben immer noch Twitch, also Twitch ist immer noch dafür, wenn du sowas machen willst und das mache ich auch immer noch lieben gerne, so ist es ja nicht. Aber wenn du Content machen willst, sind so tägliche Let's Play Videos mittlerweile nicht mehr gefragt, es sei denn, es ist Fortnite. Und in Fortnite musst du erstmal durch einen See von Content schwimmen. Und ich kann euch jetzt sagen, wenn ihr Fortnite-Videos oder Minecraft-Videos machen wollt,
eure Idee war schon da. Es ist scheißegal, was ihr für eine Idee habt. Es ist absolut egal. Für jeden Kill baust du ein IKEA-Regal zusammen oder was auch immer. Die Idee war schon da. Irgendwer hatte sie vor dir, einfach weil es ein Meer aus Content ist. Es ist einfach ein unendliches Meer, was nicht aufhört, weiter zu produzieren. Und wenn du dann irgendwann anfängst, auch wenn du sagst, ich will Fortnite-Videos machen, weil ich Spaß dran habe, absolut nichts falsch. All die Power zu dir. Wirklich, ohne Scheiß. Jede Power, die du hast, zu dir. Die unterstütze ich komplett, wenn du sagst, ich habe Spaß daran, Videos zu machen, dann do it. Aber, Erfolg ist dann immer so eine Sache. Ich glaube nämlich, viele Leute wollen das einfach nur noch wegen dem Erfolg. Die sehen, ach guck mal, es reicht einfach nur, ein Problem in der Gesellschaft zu sein. Meine Güte, das sorgt für Erfolg und das kickt dann natürlich die nächste Generation wieder an. Und, ich könnte da immer weiter abdriften in dem Punkt. Ich beobachte sowas. Ich bin generell ein Beobachter. Ich habe das jetzt letztens erst im Flixbus wieder gemerkt, wo Leute sich lauthals über irgendwelche Statisten unterhalten haben von irgendeinem Patienten. Ich habe jetzt das Gefühl, ich kenne die gesamte Krankenakte von irgendwem. Und ich beobachte sowas. Ich sehe, wie Leute sich verändern. Ich sehe, wie sich eine Plattform verändert. Aber wir müssen es so betrachten. Mensch, wenn Artikel 13 durchkommt am Ende, dann hat sich das sowieso erledigt. Dann ist nicht nur das Let's Play tot, dann ist YouTube komplett tot. Das möchte ich bitte nicht. Dafür habe ich immer noch zu viel Spaß an der ganzen Sache. Das hätte ich wirklich gerne, dass Artikel 13 nicht durchkommt, YouTube. Ich weiß, wir verstehen uns nicht häufig, YouTube, aber ich finde es gut, dass ihr darauf ansprecht, dass Artikel 13 nicht so toll ist. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass wir Freunde sind, no? Verwechselt nicht meine Sympathie mit Frieden. Also nur mal so nebenbei. Ja. Aber ja, ich habe mir gedacht, das könnte man jetzt mal als Thema ansprechen von dem guten CubeHD. Einfach zu sehen, dass das Let's Play, wie wir es kennen, einfach ausstirbt. Es ist. Viele Leute geben sich entweder das Spiel selber oder die Leute haben einfach kein Interesse daran. Weil wir müssen uns mal auch vor Augen führen. Das Interesse an einem Neu-Release geht unglaublich schnell weg mittlerweile, habe ich das Gefühl. Das Spiel kommt raus und nächste Woche ist es schon gar nicht mehr relevant. Also, das finde ich schon irgendwo schade. Weil in so einem Spiel steckt so viel Arbeit, so viel Zeit und Energie wird dafür investiert. Und nach einer Woche denken sich die meisten schon so, es ist da, ja, ist okay, cool. Peppies, fuck it, ist mir egal. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Also, wie gesagt, schreibt mir um Himmels Willen bitte eure Meinung in die Kommentare, falls was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt, weil ich habe es ja gesehen, ich habe versucht, Resident Evil 7 zu machen als Let's Play. Und ich habe die Parts bearbeitet, ich habe da echt einiges an Arbeit reingesteckt, damit das auch schön aussieht und gecuttet ist und alles und geschnitten ist. Es ist nicht mal uncut, es ist nicht mal, wie ich es damals gemacht habe, absolut pure uncut. Aber das liegt bei mir einfach daran, ich möchte meine Qualität so, wie sie ist, erhöhen. Und dafür muss man halt ein bisschen Arbeit in alles stecken. Qualität kommt ja nicht von irgendwoher, ne? Von daher, das Let's Play, so wie es ist, gibt es. Es gibt es, ja. Und es gibt auch immer noch Leute, die sich's angucken. Ich gucke auch immer hin und wieder noch so ein paar Videos, wo ganze Let's Plays sind. Aber es ist ein Format, was einfach von anderen, von größeren Sachen überschattet wird mittlerweile. Und ich denke mal, das ist so der Punkt. Das können wir nicht verhindern. Wir können einfach sagen, komm, das Spiel ist gerade da. Da habe ich gerade so Bock drauf. Wir let's playen das mal. Und es gibt da, ich möchte noch mal einen Satz von jemandem, von einem berühmten Konsolenfalken wiederholen. Der Job eines Let's Players ist es, jedes Spiel zu LP'en. Unser Job ist nicht erfüllt, solange wir nicht jedes Spiel LP'd haben. Weehawk hatte damals echt recht. Unser Job ist es, jedes Spiel irgendwo zu LP'en, zu zeigen. Es ist irgendwo unser Job. Mittlerweile jedoch habe ich das Gefühl, wir haben unseren Job ein bisschen zu gut gemacht.
Wir haben unseren Job einfach ein bisschen zu ernst genommen. Und mittlerweile gibt es kein Spiel mehr, glaube ich, was nicht irgendwo LP'd wurde. Egal wie, egal wo, egal in welcher Sprache. Ich möchte sagen, es gibt kein Spiel, kein richtig handfestes Videospiel, was nicht LP'd wurde. Mag ich falsch mitliegen? Kann man mir nachweisen? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's jetzt einfach so rausgehauen, aber ich bin der Meinung, wir haben alles LP'd. Also bleibt uns nur noch das, was rauskommt. Ne? Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, nehmt das Ganze nicht so ernst, was ich hier gesagt habe. Ich wollte dann nur mal meine zwei Gedanken. Das sind 20 Minuten, Jesus Christ, ich drehe schon wieder durch hier. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Stay frosty. Bis zum nächsten Mal.